So, damit hallo und herzlich willkommen. Ja, neues Jahr, neues Glück damit. Frohes neues Jahr an alle Orklinge da draußen. Und ich hatte keine Ruhe. Ich musste tüfteln. Ich habe hin und her überlegt und ja, mir ist eingefallen dann, dass mit dem Two-Ended Rotor, also mit dem Motor mit den zwei Enden, ja, den bringt man dann so an, dass der die Möglichkeit bietet, praktisch das hier so zu verbinden. Das funktioniert wunderbar, so wie wir das hier sehen. Und dadurch müsste er dann genügend Kraft haben. Hoffe ich. Ob das wirklich so ist, habe ich noch nicht weiter ausprobiert. Zumindest so dreht er dieses. Das sind schwere Blöcke. Wunderbar, das funktioniert 1A. Und ja, hier ist halt dieser kleinere Block, wie hier, entsprechend hier angebracht, ne, damit es sich auch bewegen kann, ohne dass es Probleme gibt. Und jetzt geht es natürlich dann daran. Jetzt wollen wir kurz gucken, wo denn hier das Solarzeugs ist. Genau, so, Solarpanels, legen wir da hin, das Bergbaugerät brauche ich im Moment nicht. Ja, das passt. So. Genau das hier. Ja, ich könnte es so nebeneinander machen. Das wäre eine Möglichkeit, das will ich eigentlich nicht. Ja, muss noch eins breiter. Genau, und dann kann ich jetzt hier. Ja, wenn er so ein bisschen wackelt, ich glaube, das ist normal. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das auf volle, volle Belastbarkeit eingestellt habe. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Können wir gleich mal gucken, wenn wir unten sind. Dann fliegen wir kurz runter. Haben wir auch schon benannt. So. Genau, da ist er. Ja, doch, ist auf maximaler. Wir können Bremsmoment ein bisschen höher stellen. Naja, wir sehen es im Feldversuch dann. Mussten wir hier dann das tatsächlich mal so ein bisschen weiter aus. Buddeln, damit wir das auch mal ausprobieren können. Ne? Macht er das nicht? Am besten wäre es natürlich, erst während einer Drehung des gesamten Apparats zu testen, aber da müsste ich das ringsherum so groß ausheben. Ja, das wäre vielleicht nicht so gut. Nein. Oh, ganz zu weit. Oh, ein bisschen übereifrig. Yippie! Herrlich, oder? Ja, finde ich auch. Schön, wenn wir da eine Lösung gefunden haben sollten. Das würde mich echt freuen. Dann haben wir nochmal die doppelte Menge an Solarzellen. Klar, wir wissen alle, Solarzellen sind jetzt echt nicht der Burner, aber es sieht halt verdammt geil aus, ne? Ja, das ist es. So. Sehr gut. Das reicht jetzt. Ja, wenn wir eins erstmal haben, bin ich, glaube ich, ganz glücklich und zufrieden mit. Und dann kann man auch erstmal schauen, kann das in Serienproduktion gehen oder eher nicht? Sollten wir es eher einstampfen, irgendwo vergessen und hoffen, dass das Patent irgendwann ausläuft? Oder wie im Haus am besten. So, Metallgerüst. Dann mache ich das kurz mal fertig. Dann holen wir schnell Metallgerüst. Ist irgendwie immer, ne? Irgendwie jedes Mal. Ja, und so sieht das dann aus, ne? Das dreht sich dann halt entsprechend so, so wie es jetzt hängt. Und wenn wir dann draußen sind, dann wird das hochgeklappt und dann sieht das noch ein bisschen besser aus. Ist ja eigentlich nur, dass wenn man halt in solchen engen Hangars landen musste wie jetzt, dass man halt die Möglichkeit hat, das Schiff ein bisschen kompakter zu machen, damit halt der Landeprozess dann doch noch funktioniert, ja. So. Das heißt, also, was brauchte ich jetzt noch? Solarzellen, ne? Solarzelle, Träger und Panzerglas, okay. Solarzelle, Träger, Panzerglas. Das heißt, das hier kann alles weg. Ja, das.
glaube, Solarzellen selbst haben wir, glaube ich. Doch, haben wir noch genug. Oh, sehr schön. Oh, super, ey. Ast rein. Klar, jetzt fehlt das Ding in der Mitte noch. Das machen wir noch, aber mir geht es erstmal darum, dass wir das jetzt testen. Was soll das? Wo ist das? Das ist genau. Ah, ja, das Programm. So, jetzt. Nee, na los. Mach, ich hab keine Zeit. So, Mist. So, das freischaufeln oder wegschaufeln, ne? Damit da nichts passiert. Ja, schade drum, ne? Dann baust du sowas Schönes und dann so ein Fehler, geht's dann gleich kaputt. Super, ganz toll. Da muss schon ein bisschen was weg, ne? Wenn er dann wirklich nach oben klappt. Entsprechend. Viel zu gefährlich. So, wie sieht das jetzt aus hier? Na, wir nehmen mal das hier noch weg. Ist zwar ein bisschen zu weit oben eigentlich, aber es sieht gerade so echt bescheiden aus, ja. Von daher muss das einfach weg. Ich würde mal sagen, das ist ausreichend, ne? Ja. Ich glaube auch. Vorsichtshalber doch nochmal. Man weiß nie, was passiert. Okay. Hier nochmal. Dann sollte es eigentlich genügend Sicherheitsabstand geben, dass ich mir keine Gedanken machen brauche. Ja, locker, locker. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Oh, keine Energie mehr. Eieieiei. Schnell aufladen. Das sieht gut aus, ne? Hm, gefällt mir. Ach, schon wieder. Wäre da natürlich nur interessant zu wissen, hält dieser eine kleine Rotor da oben in der Mitte dann dieses komplette Konstrukt? Schafft er das? Ja. Das wird interessant. So, okay. Mal los. Was wollte ich jetzt machen? Ja, stimmt, ich wollte diesen einen. Scheibe ist aber noch heile, ne? Ja, super. Okay. Na, dann klappen wir es mal aus. Da bin ich jetzt echt gespannt, ne, ob das funktioniert. So. Motor. Na, ganz souverän. Und das sieht echt cool aus, das Modul, ne? Aber wirklich nicht viel Luft hier, ne? Wenn man sich das so ansieht. Also können wir was froh sein, dass wir wirklich nochmal vorsichtshalber so viel weggenommen haben. Alter Schwede. Ja,
so kann man sich dann verschätzen, ne? Erst denkt man so, oh, locker, locker. Und dann muss man feststellen, ne, es war doch ganz locker. Okay. Ja, aber so sieht das echt ganz cool aus, auch mit diesem Mechanismus da, ne? Wenn das dann so ausklappt. Man könnte jetzt rein theoretisch noch ein Modul daneben setzen. Also da noch eins und hier noch eins. Das würde funktionieren. Das sollten wir vielleicht auch machen. Bin ich gerade im Überlegen, ob wir das machen. Warte mal. Dann würde ich aber das hier. Genau. Dann entsprechend. Wie viel brauche ich denn dann? Vier. Vier Stück brauche ich dann, okay. Eins, zwei, drei, vier. Suchen wir das mal schnell raus. Solar. Genau. Echt jetzt? Ohne Witz? Och, komm schon. Mann, ey. Irgendwas fehlt immer. Es nervt. So, warte. Ja, nicht ganz so viel. Hau das weg. Ja. Klasse. Wenn das daneben noch so ist. Man muss natürlich darauf achten, dass man das dann nicht übertreibt, ne? Weil, wie gesagt, dieser kleine Rotor, der muss das dann hier alles noch wuppen können. Also in der Hinsicht, dass er das alles noch drehen können muss. Ein bisschen was fehlt, aber nicht so dramatisch. Ich glaube, wir müssen sagen, dass das Metallgerüst bald alles, ne? Ich hoffe nicht. Okay. Ja, doch, Metallgerüst. Mist, ey. Na komm schon. Wo ist Metallgerüst? Ach, da. Sehr schön. Genau. Müsste eigentlich passen, dass es fertig wird, oder? Ah, sehr gut. Soll ich das am liebsten? Genau, alles schön fertig. Genau da, wo es hin soll. Kurz gucken von oben. Also es ist ja noch nicht ganz fertig, ne? Weil da fehlt noch diese kleine Ecke. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Ich hätte nicht drauf geachtet, ne? Ja. Warte. Tja, schon interessant. Besser. Erst rein. Hat es dann doch noch geklappt, haben wir noch alles. Sehr schön. Nee, aber wenn man sich das so anguckt, von der Form her und allem, dann sieht das echt ganz gut aus. Und dann haben wir praktisch
nochmal an jeder Seite 4 zusätzlich. Ist schon ganz in Ordnung, ne? Ja. Das bietet eine gute Energieversorgung und sieht dann auch ganz vernünftig aus. Ja, oder man lässt es doch weggemacht, halt nur diese 2 Platten, ne? Also praktisch jetzt nur das und nicht noch das mit dazu. Schwierig. Ha. Ja, ist halt echt so eine Sache, ne? Was. Wie machst du es am besten? Wenn ich da ans Gewicht denke, und ich muss ja ans Gewicht denken. Puh. Nicht so gut irgendwie. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon denkt, ob ihr sagt, okay, hey, vorsichtshalber nur diese beiden oder ach, kommen sie gut aus, macht es lieber so. Also, wie gesagt, das hier kommt ja hier noch daneben nochmal, ne, könnt ihr euch ja mal versuchen vorzustellen, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Was ihr sagt, was euch halt besser gefallen würde. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.